Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Petermax, Ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität. Herzlich willkommen bei mir im Petermax Küchenstudio. Heute gibt es bei mir passend zu Beginn der Spargelsaison einmal den gratinierten Spargel mit gedünsteten Salatherzen, einem gebratenen Händelfilet und gleich zwei Soßen, und zwar einmal die klassische Sauce Hollandaise und einmal eine Brathändelsoße. Und wie ihr das bei euch daheim macht, das seht ihr jetzt bei mir. So, wir fangen an mit der Gratiniermasse für den Spargel. Dazu haben wir einmal Parmesan, Pinienkerne und Semmelbröseln. Die werden wir hier in unsere Küchenmaschine einfach reingeben, um die trockenen Zutaten einmal zu vermixen. Ihr könnt natürlich auch Toast, also frisches Toastbrot, Sauerteigbrot, was ihr daheim habt, alles verwenden für diese Gratiniermasse. Ihr könnt auch frische Kräuter reinhauen. So. Wir haben das Ganze jetzt grob gemixt. Also das sieht man schon, das ist recht fein hier alles. Das geben wir dann noch dazu. Da haben wir einmal ein bisschen schaumig gerührte Butter. Also es ist ein bisschen einfacher, wenn ihr die Butter temperieren lasst. Dann lässt sie sich leichter aufstreichen. Und da geben wir dann noch dazu ein Eigelb. Dafür trennen wir uns unser Ei. Da, man kann das dann so recht schnell einfach in die Hand laufen lassen, dann trennt sich das wunderbar vom Eigelb. Und diese Gratiniermasse, die verrühren wir jetzt einmal mit dem Schneebesen. Wie gesagt, passend können wir auch Kräuter reingeben, frischen Estragon, Petersilie, Basilikum oder ein bisschen einen Speck, Serrano-Schinken. Dafür werden wir dann die Gratiniermasse einfach zwischen zwei Backpapier oder zwischen zwei Frischhaltefolien einfach dünn ausstreichen. Das Ganze schaut dann so aus. Jetzt legen wir da einfach noch eben ein zweites Papier drüber und dann können wir das mit der Hand leicht anpressen, oder wir gehen jetzt her und haben hier eben dieses wunderbare Blech, drücken das hier einmal kurz an und können das langsam von innen nach außen auf die gewünschte Dicke ausstreichen. Zum Weiterverarbeiten stellen wir das Ganze noch einmal kühl, damit wir das dann eben in Form schneiden können und passend auf unseren Spargel zum Gratinieren drüberlegen können. So, jetzt geht es weiter mit unserem Hühnchen. Ich zeige euch heute, wie man das Ganze filetiert. Also ich kann immer von meiner Seite aus empfehlen, immer Tiere als Ganzes zu kaufen, also sofern es möglich ist, dass ich jetzt kein ganzes Rind oder ein Schwein daheim habe. Das lasse ich mir auch noch einreden, aber gerade bei Geflügel oder bei Fisch ist es immer sehr empfehlenswert, wenn man den ganzen Vogel kauft. Übrigens zur Anatomie des Huhnes, also jedes Geflügel lässt sich gleich zerlegen, ob es jetzt eine Taube, eine Wachtel, ein Truthahn, eine Gans oder wie gesagt hier bei uns das Händel ist. Ich zeige euch jetzt, wie man dieses wunderschöne Huhn zerlegt, und zwar ist das relativ einfach. Es gibt bei jedem Teil quasi ein Gelenk, wo man sehr einfach durchschneiden kann, und zwar legt man sich das Ganze dann so hin. Dann schneidet man hier links und rechts bei der Haut ein. Dadurch ist hier quasi, sieht man das Gelenk, dann kann man diesen Knochen leicht rausdrücken und am besten mit einem scharfen Messer einfach so durchschneiden. Und wir haben einen wunderbaren Hühnerhaxen, den wir jetzt einmal beiseite legen. Den kann man dann noch füllen oder einfach ein Paprika-Händel draus machen. Geht alles wunderbar einfach. Ihr müsst das Händel jetzt nicht fix irgendwie in einer fixen Position bei euch liegen haben. Ihr könnt es drehen und wenden, wie ihr euch da am leichtesten tut. Auf jeden Fall, hier haben wir jetzt einmal die zwei Schenkel vom Huhn befreit. Und jetzt gehen wir mit den Flügeln weiter. Dazu können wir die auch hier leiten. Also einmal so zu uns drehen, je nachdem, wie es euch leichter fällt. Und dann schneiden wir hier in dieses Gelenk hinein. Schneiden einmal durch, drehen wir den Vogel wieder weiter, schneiden auch hier beim zweiten Gelenk durch. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch die zwei Brustfilets obendrauf.
da nehmen wir heute die Haut runter. Wer die Haut natürlich knusprig braten will oder drauf lassen will, kann das natürlich gerne machen. Wir nehmen sie eben heute runter, weil in der Haut ist eben relativ viel Fett, schmeckt auch am besten, und nehmen die dann weiter für unsere Soße oder für unseren Hühnerfond. Das eignet sich natürlich auch, wenn man Vögel eben oder ganze Tiere kauft, dass man aus den Abschnitten natürlich wunderbare Suppen, Soßen und Fonds ansetzen kann. Ist auch sehr empfehlenswert, wenn man das zu Hause macht, weil ich sage mal so, wenn man eine Soße daheim macht und immer ein gutes Glas im Kühlschrank hat, hat man es eigentlich viel einfacher im Leben und es ist relativ schnell erledigt. Dann haben wir hier, gehen wir mal zu den Filets. Und da schneiden wir langsam an der Karkasse, immer mit der Messerspitze. Am besten empfiehlt sich auch ein recht flexibles Messer. Einfach da wunderschön vorbei und lösen uns hier langsam und vorsichtig. Also ihr müsst da nicht besonders schnell sein. Einfach an der Karkasse entlang schneiden und haben hier ein wunderschönes Hühnerfilet ausgelöst. Da haben wir dann auch noch das Innenfilet. Das können wir entweder dran lassen oder wegnehmen. Das ist quasi eigentlich das zweitzarteste Stück an dem ganzen Hühnchen. Neben der Auster, zu der wir dann gleich kommen werden. Und ihr merkt, ihr müsst den Vogel drehen, dann dreht ihr den einfach so, wie es euch am besten geht. Haben wir hier zwei wunderbare Bruststücke. Ihr könnt sie auch füllen, ihr könnt sie auch zusammen oder das gratinieren. Und hier haben wir noch die Karkasse übrig. Da gibt es dann noch, das wissen die wenigsten, und zwar da hinten beim Rückgrat befindet sich die sogenannte Auster. Also man kann das hier eigentlich recht gut sehen. Und das ist sozusagen das zarteste Stück am Ganzen, befindet sich eben da hinten am Rücken. Kann man auslösen. Wir lassen es jetzt weg und nehmen die Karkasse eben für unseren wunderbaren Hühnerfond her. So, das Ganze stellen wir in den Kühlschrank, bis wir es weiterverwenden können. Und jetzt widmen wir uns der Brathendlsoße, eben für die wir hier wunderbare Hühnerflügel haben, und Gemüse, also in Form von Karotten, Sellerie, ein bisschen Schalotten, Zwiebel und Knoblauch ist dabei. Und das wird dann schön in Butter langsam angebraten, bis es eine schön krasse braune Farbe hat. Dann kommen noch quasi diese, weil wir ja eine Brathendlsoße machen, klassische Brathendl-Gewürze dazu, wie Rosmarin, Kümmel und ein bisschen Paprikapulver. Dann wird das eingekocht und es ist eine wunderbare Brathähnchensoße. Dazu brauchen wir natürlich einen großen Topf, den stellen wir hier auf und heizen den richtig schön auf. Da geben wir dann ein bisschen Olivenöl rein und jetzt lassen wir einmal das Öl schön heiß werden und geben dann die Hühnerflügel dazu und braten die einmal langsam goldbraun an. Wichtig auch noch, gleich von Anfang an immer ein bisschen würzen, also nicht zu übertreiben, weil das Ganze natürlich einreduziert und dann vielleicht zu intensiv und zu salzig wird. Aber ein bisschen Salz schadet einfach nicht, um das Ganze mal von Null zu beginnen. Wir geben dann noch Gemüse dazu. Und auch das wird leicht mitgebräunt und angebraten. So, jetzt machen wir weiter mit dem Spargel. Wir haben hier einmal den weißen und einmal den grünen Spargel. Den weißen Spargel werden wir schälen, den grünen Spargel, den kann man einfach so hernehmen, nimmt man ab. Am einfachsten ist es, wenn man einen frischen Spargel hat und man biegt ihn so durch, dann bricht er eigentlich an der Stelle, wo der holzige Teil ist und wo der gute Teil ist, quasi der zarte Teil, den wir dann noch weiter verwenden und essen werden. Jetzt schneiden wir uns das aber alles auf eine Länge zusammen, damit wir das haben. Und zwar so, da haben wir mal den grünen Spargel und den weißen Spargel. Den werden wir schälen. Also man kann auch beginnen, eben das Ende abzuschneiden. Da kann man auch recht großzügig, circa 2 cm oder 3 Finger breit. Hausnummer gesagt, schneiden wir den ab. Und dann müssen wir den großzügig schälen. Ein weißer Spargel ist eben hat eine sehr fasrige Schale und es ist sehr unangenehm zum Essen. Also jeder, der schon mal ungeschälten Spargel gegessen hat, der wird wissen, dass das gar nicht so gut ist. Währenddessen natürlich immer auf die Soße ein bisschen schauen, dass das Ganze nicht zu dunkel wird. Wir wollen das ja nicht verbrennen lassen. Und dann löschen wir das mit ein bisschen ein Weißwein ganz kurz ab. Das geht eh recht schnell. Dann warten wir, bis der Wein eben komplett einreduziert ist.
Und wenn der Weißwein einreduziert ist und wir nicht mehr dieses Alkoholaroma in der Nase haben, dann beginnen wir mit unserem Hühnerfond aufzugießen, den wir natürlich aus den Karkassen entweder selbst angesetzt haben oder natürlich bei einem Fleischhauer kann man den auch wunderbar fertig kaufen. Das Ganze wird jetzt eingekocht und dann gießen wir das auch schon ab. So, jetzt schälen wir den weißen Spargel. Den kann man ruhig ein bisschen großzügiger schälen. Also wenn man fühlt das schon richtig, also wenn man diese Fasern eben nicht mehr spürt, dann ist er quasi so geschält, dass wir diese ganzen Fasern nicht mehr im Mund haben. So, dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen, dass Spargel zweimal riecht. Verantwortlich dafür ist die Asparagusinsäure, die im Spargel vorhanden ist und durch ein Enzym im Körper eben in schwefelhaltige Stoffe aufgespaltet wird. Das riecht man dann leider, fragt es nach beim Vulkan, aber manche haben es nicht. Ich habe es leider schon, aber schädlich ist es auf keinen Fall, also ihr könnt es nach wie vor Spargel weiter essen. Wir haben hier jetzt unseren wunderbaren Spargel, eben den grünen, den brauchen wir nicht schälen. Und den weißen geschälten Spargel, die werden wir auf zwei verschiedene Arten einmal kurz zubereiten. Den grünen Spargel werden wir nur in der Pfanne ganz scharf anbraten. Ich habe es auch sehr gern, wenn wir den am Grill hauen, also eignet sich auch wunderbar als Grillgemüse. Und den weißen Spargel, den werden wir mit etwas Butter und ganz wenig Wasser weichdünsten. Also wir werden hier jetzt ein bisschen Butter in die Pfanne geben, lassen das schmelzen. Dann geben wir noch ein Schlückchen Wasser, ihr könnt es natürlich auch Gemüsefond oder so irgendein Hühnerfond von vorhin einmal verwenden. Dann lassen wir das Ganze schmelzen und so leicht emulgieren, also das heißt, dass sich das Fett mit dem, also dass sich die Butter mit dem Wasser leicht verbindet. Ein bisschen Salz und Zucker schadet nicht. Während ich den weißen Spargel hier leicht angedünstet habe, steht hinten eben die Pfanne, die wir richtig heiß werden haben lassen. Da gebe ich jetzt ein bisschen ein Olivenöl rein, schauen, dass das nicht zu sehr raucht. Und jetzt eben, wie gesagt, den grünen Spargel dazu. Schön ansalzen und jetzt kriegt ihr dieses wunderbare Grillaroma. Also man kann das sehen, das geht echt, in ein paar Sekunden ist das fertig. Jetzt können wir das auch schon wegstellen und haben das da in der Pfanne. Und dann kann ich das auch wunderbar eben mal auf eine Schüssel oder auf ein kleines Tablett legen. Angebraten habe ich den grünen Spargel am liebsten bei uns im Restaurant, also im Restaurant Tieren, wo ich seit 6 Jahren tätig bin und sehr eng mit Paul Iwitsch, unserem Küchenchef, der dort von Anfang an tätig ist und das mit eröffnet hat, bereiten wir grünen Spargel und auch weißen Spargel natürlich immer ein bisschen anders zu. Wir entsaften ihn, wir grillen ihn, wir machen Soßen und Suppen draus. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei uns im Restaurant einmal vorbeischaut. Leider geht es ja zurzeit nicht, also wer weiß, wann wir wieder aufmachen. Aber all unsere Produkte oder all unsere Zutaten findet ihr bei uns im Online-Shop zum Beispiel und könnt euch jederzeit auch was bei uns im Restaurant abholen. Wir werden jetzt abwechselnd grünen und weißen Spargel hier nebeneinander legen, damit wir den in weiterer Folge gratinieren können. Eine grüne Stange legen wir uns noch beiseite, dann zu späteren Zwecken. Und jetzt schauen wir, dass wir das alles circa auf eine Länge bringen und holen uns unsere gut durchgekühlte Gratiniermasse wieder aus dem Kühlschrank. Wie man sehen kann, ist das jetzt schon in so einer Form, dass man das sehr gut weiterverarbeiten kann. Jetzt lösen wir das Papier hier. Schneiden wir uns das da so ein schönes Mittelstück raus, dann lässt sich das hier wunderbar von diesem Backpapier nicht lösen, aber das ist alles kein Problem, weil es wird im Ofen dann sowieso überbacken. Und dann legen wir uns da immer so ein paar Stückchen drauf, einfach so schön überlappend und es ist dann fertig, um in den Ofen abgeschoben zu werden, da können wir aber noch ein bisschen warten. Die Gratiniermasse so natürlich können wir wieder zusammenrühren, neu aufstreichen und weiterverwenden. Währenddessen haben wir hier unsere Soße, also wenn ihr da mal reinriechen könnt, jetzt sensationell dieses Brathuhnaroma. Lassen wir noch ein bisschen einreduzieren und jetzt machen wir weiter mit unserem Hühnerfilet. Dazu stellen wir uns eben die Pfanne auf, heizen die langsam vor. Und für unsere Hollandaise haben wir uns hier eben einen Topf mit Wasser vorbereitet, einen passenden
Schneekessel oder Rührkessel, am besten entweder Glas oder eben Metall. Also auf gar keinen Fall Plastik, weil das leitet einfach die Wärme nicht. Und dann beginnen wir mit unserer Hollandaise. Brauchen tun wir dafür eben Eidotter. Reichen uns 2 Eigelb. Wie gesagt, einfach so durch die Hand laufen lassen. Können wir sehr, sehr gut trennen. Und dann kommt noch ein bisschen eine Weißweinreduktion dazu. Die haben wir einfach Weißwein genommen, bisschen Schalotten, frischen Estragon rein, Salz, Pfeffer und das Ganze dann leicht einreduziert, das kommt da dazu. Ganz wichtig bei der Hollandaise, von Anfang an salzen, weil das Salz löst sich nur in der Flüssigkeit gut auf. Und dann, wenn wir die Butter eingeschlagen haben, können wir immer noch nachwürzen mit ein bisschen Salz. Aber so eine Grundwürze sollte eigentlich schon von Anfang an mit dabei sein. So. Jetzt schlagen wir das Ganze schön schaumig eben über dem Wasserdampf auf. Eben am Anfang ordentlich Gas geben. Es tut nach all den Jahren immer noch weh. Ihr könnt natürlich einen Handmixer aufnehmen. Ich mache es aber sehr gerne mit der Küche, also mit dem Schneebesen, weil man dann eben das Gefühl hat, dass man doch eben was arbeitet. Jetzt setzt sich das schon langsam am Rand an und das Ganze und das Eigelb fängt an zu stocken. Also es soll natürlich nicht ganz stocken, sonst haben wir eine Eierspeis. Aber es kommt schon so eine ganz leichte Bindung rein. Und falls ihr diesen Muskel hier sehen könnt, ja, der kommt allein vom Hollandaise aufschlagen. Er ist gar nicht so groß und ich schlage auch tatsächlich gar nicht so viel Hollandaise auf. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Jetzt lassen wir langsam in einem Strahl die flüssige Butter einrinnen. Wichtig ist, dass wir nicht zu viel Butter auf einmal nehmen, sondern dass eben, wie wenn wir zum Beispiel eine Mayonnaise machen, das schön langsam, da können wir das schön geschmeidig einrühren und dann sehen wir schon, das Ganze emulgiert hier. Sehr, sehr schön. Und sollte es einmal zu dem Fall kommen, dass sich das trennt, Ausnahme, wir geben zu viel Butter auf einmal rein, dann kann man entweder von neu anfangen, also ihr schlagt das Ganze wieder mit Eigelb und der Reduktion über dem Wasser auf und lässt dann quasi abgeschissen, heißt das bei uns. Ja, also wenn sich das Fett da trennt und nicht mehr rein emulgiert, lasst das dann tröpfchenweise einrinnen oder ihr gebt einen ganz kleinen Schluck eiskaltes Wasser dazu. Dadurch zieht die Butter dann auch wieder ein bisschen an und lässt sich eben in weiterer Folge wieder ganz normal einemulgieren, als wäre nichts passiert. So. Jetzt haben wir hier dann unsere Händelfilets. Gehen wir ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Unsere Brathändelsoße ist jetzt auch fertig. Die lassen wir noch ein bisschen ziehen, passieren sie dann ab und rühren dann zum Schluss noch eine Flocke Butter rein. So, unsere Pfanne ist jetzt heiß genug. Jetzt legen wir quasi mit der Hautseite, ohne Haut, die Hühnerbrust einfach da ins Fett. Es empfiehlt sich immer, gerade wenn man mit Geflügel arbeitet oder mit Huhn speziell, dass man sich entweder regelmäßig die Hände wascht oder immer irgendeine Zange parat hat oder irgendwas, womit man die ganze Geschichte dann wenden kann. Und jetzt geben wir dann noch ein Flöckchen, ganz, ganz wenig, ja, Butter dazu, salzen die ganze Geschichte. Und jetzt können wir frischen Thymian, frische Kräuter dazu. Wir haben hier ein bisschen Knoblauch. Den werden wir leicht andrücken, dadurch kommt einmal dieses Knoblaucharoma besser zur Geltung. Ihr könnt natürlich auch Salbei nehmen, Rosmarin ist sehr, sehr gut. Passt natürlich auch, weil wir es in der Soße haben. Und ziehen das eigentlich jetzt gar. Das dauert im Schnitt, kann man sagen, bei der Dicke 3-4 Minuten pro Seite bei mittlerer Hitze. Und dann ist das wunderbar saftig, nicht so ein trockener Vogel, wie wir ihn vielleicht sonst wo bekommen. Jetzt lassen wir das Ganze hier gar ziehen und währenddessen schieben wir unseren Spargel ins Rohr. Da haben wir den Ofen schon auf Grillfunktion oder auf Oberhitze vorgeheizt, 220 Grad. Schieben wir jetzt den Spargel rein und gratiniert dann. Das dauert ca. 5 Minuten, also schön im Auge behalten, weil sonst verbrennt uns das Ganze und das wollen wir natürlich auch nicht. Und dann hier auch, man kann das so leicht andrücken. Also es ist noch relativ weich, das heißt, es ist noch relativ roh in der Mitte. Bevor ihr das Ganze natürlich bratet oder wenn ihr einen Brathuhn zum Beispiel zu Hause macht,
könnt ihr das Ganze in eine Salzlösung einlegen. Das heißt, ihr nehmt 1 Liter Wasser circa und 70 Gramm Salz, löst das Ganze auf. Dann könnt ihr Gewürze, Kräuter und so dazugeben, einmal aufkochen und dann legt ihr da euer Stück Fleisch, also in dem Fall unsere Hühnerbrust, eben rein für 24 Stunden, dann wird die super saftig und die ganzen Aromaten ziehen in das Fleisch. Oder wenn ihr einen Brathuhn macht, einfach das ganze Huhn hineinlegen, dann trocken tupfen natürlich, bevor ihr in den Ofen stellt. Und dann einfach, und ihr werdet sehen, das ist ein sensationelles Ergebnis, kann ich nur weiterempfehlen. Und werden das mal auf die Seite stellen. Und jetzt widmen wir uns unserer herrlichen Soße wieder. Die Soße könnt ihr natürlich in größeren Mengen vormachen und dann entweder einfrieren oder in Rexgläser abfüllen. Dann habt ihr zu Hause und ihr macht seinen Brathuhn immer eine schöne Brathändelsoße quasi dazu. Das wird dann noch ganz mit Butter emulgiert. Bei meiner Oma zu Hause, also wie man vielleicht unschwer erkennen kann, habe ich asiatische Wurzeln. Und bei meiner Oma im Garten, sie hat früher ein paar Hühner gehabt und sie hat mich damals mit den 3 Händeln aufgezogen. Ich kam leider an zweiter Stelle, also ein Händel durfte drin schlafen, mich mit den anderen 2 im Stall. Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt weiter und zwar mit den gedünsteten Salatherzen. Dafür haben wir hier ein Romaner Salatherz. Entweder nehmen wir ein Dreierpackerl oder wir haben hier größere Kochsalate, dann entfernen wir eben die äußeren Blätter. Übrigens, Vietnam ist das Land der Herkunft. Ich bin zwar nicht dort aufgewachsen, sondern bin eben in Baden geboren und aufgewachsen. Spreche vielleicht auch daher fließend Deutsch. Und jetzt nochmal weiter eben mit den Salatherzen. Dafür legen wir mal den Spargel hier. Den erwärmen wir zusammen mit dem Salat. Heizen die ganze Geschichte nochmal ordentlich auf und legen unser Salatherz Viertel. Mit dem anderen 3/4 können wir unseren Salat machen aus dem Salatherz. Bisschen salzen noch und dünsten das Ganze an. Können wir noch ein Flöckchen Butter dazu und nutzen eben das Ganze, um den Spargel erstens noch wieder aufzuwärmen und eben unseren Salat hier leicht anzudünsten. So, wir haben jetzt alle Komponenten fertig und können eigentlich schon mit dem Anrichten beginnen. So, dann haben wir hier in das Hühnerfilet, das wir noch zerteilt haben, dann legen wir hier unseren gedünsteten Salat drauf, muss die ganze Geschichte noch halten. Rundherum können wir noch ein paar Spargelstangen drapieren, die wir uns aufgehoben haben. Das legen wir einfach schön um den gratinierten Spargel. Haben wir hier noch ein paar frische Kräuter wieder, die sich natürlich nicht nur dekorativ, sondern auch geschmacklich sehr, sehr gut eignen. Kerbel, dann haben wir hier wieder Giersch. Und der ein oder andere Gartenbauer von sich daheim wuchert als Unkraut aus jeder Ritze. Ist nie wieder wegzubekommen, schmeckt aber sensationell nach Petersilie. Und recht herb. Haben wir hier eben die Kräuter. Und dann natürlich unsere schöne Brathändelsoße. Können wir außenrum leicht drapieren, natürlich ein bisschen was über das Händel auch. Und unsere wunderbare Hollandaise, der wir hier quasi nur über das Hühnchen und leicht ganz wenig über den Spargel. Natürlich immer wichtig bei Soßen, einen schön großen Topf einfach auf den Tisch stellen, damit sich jeder nachnehmen kann. Ich habe heute für euch gratinierten Spargel gemacht mit 2 verschiedenen Soßen, einmal einer Brathändelsoße und einer klassischen Hollandaise, dazu ein gedünstetes Salatherz und gebratene Händelbrust. Es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und ich werde dieses fantastische Gericht jetzt auch kochen. Essen. Kosten. Kosten. Mm.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Petermax, Ihrem Spezialisten für maßgefertigte Möbel in österreichischer Tischlerqualität.